Ja, danke. Und danke für die Einladung. Und tut mir leid, dass es erst nicht beim ersten Abend nicht gleich geklappt hat, aber jetzt dann doch. Ja, also ich hatte ziemliche Schwierigkeiten, quasi nicht allzu viel, also Slides wegzunehmen, sozusagen. Also es ist passiert viel zu viel und viel zu viele Themen, die man hier irgendwie also vorstellen könnte und sollte in diesem Kontext. Also die Titel, das haben sich auch so entwickelt, also jetzt offizielle Titel war Digital Humanities an der ÖAW. Für die Version, die im Juni geplant hat, war The Right Toolbox. Heute im Zug ist mir gekommen, so ACDH Data Services Full Stack. Also, ja, und jetzt, also you can soon, ja, ich werde auch zu den Einzelnen kommen, zu den Begriffen. Aber jetzt wollte ich kurz vorher vielleicht noch, also so neu ist es auch nicht mehr, aber zu dem Zentrum, zu dem ACDH-ÖAW kommen, das ja jetzt doch, ja, also ab 2015 offiziell gegründet ist und eine ziemliche, steile Fahrt hingelegt hat, wo wir jetzt ungefähr bei 50 Mitarbeitern sind und entsprechende Anzahl von Projekten und eine Dynamik, die uns zu schaffen macht, um das Mindeste zu sagen. Wir haben angefangen am 2015 mit vier Arbeitsgruppen, die eher generisch strukturiert sind. Also zum einen Network Outreach, dann die Tools, Services and Systems, also meine Arbeitsgruppe, die eher das Technische, also betreut, und Data Resources and Standards, die sich mehr um die Datenseite kümmert, aber natürlich ist das alles eng verwoben. Und diese also mehr auf Research orientierte Arbeitsgruppe Lexikografie. Jetzt kommt neu, dieses Jahr ist neu dieses eine Abteilung dazu gekommen, Variation und Wandel des Deutschen in Österreich. Und wir werden bald drei Direktoren haben, Charlie, Georg und Tara. Also die neuen GH-Professoren werden anteilig oder freizeitig, also im Kollegium ACDH ÖAW leiten. Das vielleicht noch als quasi Bild, wie wir uns positionieren innerhalb der Akademie, aber vielleicht auch darüber hinaus. Also zum einen dieser starke Konnex zu den Forschungsinfrastrukturen, zum anderen zum Akademie-Rechenzentrum, das uns sozusagen die Hardware, die Server bereitstellt und das ganze Networking, also Networks. Und auf der anderen Seite zum Publishing House der Akademie, die das institutionelle Repositorium betreiben. Und quasi das versuchen wir zu bündeln und dann nach Bedarf den einzelnen Projekten anzubieten oder Instituten innerhalb im Kontext von verschiedenen Projekten die Anforderungen sammeln und dann entsprechend nach Bedarf technische Unterstützung zu bieten. Ja. Also es gibt viele Seiten, wie man oder Blickwinkel, wie man auf unser Institut, unsere Arbeit schauen kann. Also eine Ordnungsdimension, Ordnungsmöglichkeit sind diese, wie wir das nennen, Four Pillars. Also wir sind dezidiert mit dem Auftrag, nicht nur als Forschungseinrichtung, sondern als, oder beziehungsweise beides, Forschung und Serviceeinrichtung, gegründet worden. Das heißt, wir machen GH Research, aber wir bieten auch diese technischen Services und Expertise, Knowledge Transfer, also dieses Network and Outreach, also auch Veranstaltungen, um neue Informationen, nach außen zu wirken, Dissemination, und auch diese Social Infrastructure, also eben nicht nur Technical Infrastructure, sondern auch Social Infrastructure, also mit Leuten reden. An der Akademie in Österreich und europaweit. Okay, das ist jetzt verrutscht, aber nur kurz, AG1, Networks and Outreach, also das ist der Knowledge Transfer und auch die Liaison zu den Forschungsinfrastrukturen in europäischen Forschungsinfrastrukturen.
AG2, das wird dann der Hauptpunkt wahrscheinlich sein, und eben da geht es um die technische Infrastruktur primär, wobei wir sowohl Dienste, also Services im Sinne von Tools und Applications bereitstellen, aber auch entwickeln, die Software dahinter entwickeln oder auch wiederverwenden, wenn möglich. Wir haben nicht ein System, sondern viele verschiedene, und entsprechend quasi bedienen je nach Bedarf verschiedene oder verwenden verschiedene Persistence Layers. Ja, und dann darunter sozusagen mit diesen Services ist dieses, das Server zu betreiben und so sicherzustellen, dass ja, die ganzen Services laufen. Also da sind Sachen wie also Backup und aber auch Monitoring und ähnliches mehr. Und quasi die Schwesterarbeitsgruppe zu der AG2 ist die AG3, wo es eben von der Datenseite geht, um Datenmodellierung, Datenmanagement, Datentransformation, Curation und neuerdings auch Digitalization. Also wir haben jetzt auch die ersten Scanner angeschafft und haben quasi innerhalb der Akademie, das dienen wir auch als Digitalisierungszentrum nach Bedarf. Und eben AG2 und 3 sind da sehr, sehr eng verwoben. Hier ist, also unsere Webseite kann man eine Auswahl der Projekte und der Services, die wir entwickelt haben, sehen, und viele unserer Softwareentwicklungen sind auch auf GitHub, unserem Account. So, und jetzt würde ich gerne zu dem Eigentlichen kommen, sozusagen nach dieser Vorstellung. Also wie Full Stack ist der Anspruch, dass wir sozusagen den ganzen Prozess abdecken, im Sinne von begleiten, das, was die Forscher bei ihrer Arbeit brauchen in den verschiedenen Schritten. Und die einzelnen Boxes haben wir quasi unterschiedlich gut schon besetzt, wenn man so will. Aber das ist unser quasi ein Referenzrahmen, wenn man so will. Von dem Sammeln über Connect and Interpret, also Verarbeiten der Daten, Anreichern, bis zur Publikation und Discovery, also wieder quasi den neuen Zyklus anzufangen. Das ist ein anderer Blick sozusagen, der jetzt nicht im Detail jetzt erklären werde, aber nur ungefähr eine Vorstellung zu machen. Also die Core Infrastructure, wenn man so will, also zentral ist momentan sozusagen das, also Projekt, also aus administrativer Sicht das Projektmanagement-System Redmine, das wir eigentlich unsere ganzen unsere ganzen Workflow-Tasks dort verwalten, um irgendwie eine Ordnung noch in den vielen Aufgaben zu haben oder zumindest zu versuchen. Aber zentrales Herzstück wird sein das Resource-Management-System, das auf Fedora 4 basiert, wo dann letztlich alle Ressourcen zu finden sind, abzulegen sind, also ähnlich dem GAMS, aber eigentlich noch ein bisschen weiter gefasst, also sozusagen nicht nur als Repositorium für Publikation, weil dafür haben wir das IPAP-ÖAW, das institutionelle Repositorium der Akademie, aber sozusagen die Links zu allem, weil die Daten liegen an verschiedenen Orten, also sind teilweise in Gits, in Shares, in Datenbanken, und es braucht einen Ort sozusagen, wo wir von dort weg, wir wissen, wo die Sachen sind. Von dort weg geht auch zum Beispiel Replikation zu, momentan haben wir gerade erfolgreich angelegt, Backup zum Zentrum in München, zu dem MPCDG, wo unsere Daten täglich bzw. wöchentlich repliziert werden. Okay, viele andere Komponenten kann ich jetzt nicht ins Detail eingehen, aber das wäre sozusagen die zentrale Infrastruktur, und dann sind hier einzelne, also Auswahl von Applikationen, die wir nutzen, entweder entwickelt haben oder einfach betreiben, die verschiedene Aufgaben erfüllen entlang der verschiedenen Datentypen, also Texte, Corpora, XML-Editionen, XML als Wörterbücher, RDF, Reference Resources, Ontologies und SQL Structured Data. Eine von vielen möglichen Kategorisierungen, und die werden jeweils von verschiedenen Projekten verwendet. Also, und das ist jetzt auch kein komplettes Bild, aber ungefähr um eine Vorstellung zu geben, wie heterogen sozusagen oder wie groß das Portfolio ist, mit dem wir agieren.
wieder andere Klassifikationsversuch. Die Themen oder Fachbereiche, mit denen wir uns beschäftigen, sind also aus unserer auch Geschichte oder unserer Tradition die NLP-Pipeline oder Korpus linguistische Tools und Aufgaben, Korpusanalyse, semantische Technologien und Knowledge Management, eben auch Repositories, also das ist sozusagen die zusammen decken für uns quasi den Großteil dieses gesamten Bilds ab. Wichtig auch die Virtual Research Environment, also Cooperative Spaces, wo man gemeinsam an Sachen arbeitet, also Datenkuratierung und ähnliches. Und jetzt, ja, jetzt würde ich ich habe mich schwer getan auszuwählen, sozusagen, welche der vielen Themen ich jetzt ein bisschen mehr anreißen könnte. Ich habe jetzt mal die Corpus Shell, also unser Framework für Online-Publikationen genommen, um da jetzt nur ein paar Beispiele zu zeigen. Also Abacus ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, das war unsere Flaggschiff-Implementierung oder Instanz. Und jetzt kommen nach und nach neue dazu, also Mejmua sind, glaube ich, ottomanische Texte, 17. Jahrhundert. Und ihr seht, das Setup, das ist jetzt ganz neu dazu gekommen, wurde das Projekt Bedecker oder Travel Digital wurde Ende November jetzt fertig. Also geht es um die Bedecker-Texte. Und ihr seht, das Layout ist ungefähr das gleiche, also dieses Grundgerüst ist das gleiche, aber jeweils mit Modifikationen, mit Anpassungen nach Bedarf des einzelnen Projektes. Also hier haben wir zum Beispiel eine ganze Taxonomie, wurde ausgearbeitet in dem Projekt und von der Taxonomie kommt man an die Suchstellen oder an die Stellen, die Nennungen und von dort in die Detailansicht. Neben dem üblichen sozusagen, das Prinzip ist verschiedene Indizes, Volltextsuche oder auch komplexere Suche und dann Text und Faksimile. Auch für den Browsing-Modus, also ich kann von zur nächsten Seite springen. Also das wäre für Bedecker und das ist noch ein bisschen eine andere Variation, Tunico, also ist eigentlich ein gesprochenes Korpus, der Dialekte aus der Tunis-Area, also und hier haben wir zum Beispiel sind die Ressourcen nicht Faksimile, sondern Audioaufnahmen, das kann man sich anhören, die einzelnen Schnipsel sozusagen. Und hier gibt es auch eine Verlinkung zum entsprechenden Wörterbuch. Also das dazu zeigen die Variationen oder die Variabilität der Kompuschel. Und das zweite, was mir ein Anliegen ist, was wir nennen Lexical Semantic Services. Also mit der Grundmotivation Daten, ich glaube, das brauche ich nicht groß erklären, Semantik, Web, Link Open Data, also dieses Verknüpfen, Identifizieren und Verknüpfen von semantischen Entitäten in Texten, in verschiedenen Projekten und über die LOD-Prinzipien die Verlinkung über Projekte hinweg. Und da haben wir eigentlich in vielen unserer Projekte hat es eine RDF-LOD-Komponente und ein paar Tools, die wir dazu betreiben. Also eins ist zum Beispiel, das wir Enrich nennen, es basiert auf dem Apache Stable und es ist ein Entity-Linking oder Named Entity-Recognition, ein flexibles Framework, wie Sie es nennen, für Semantic Content Management. Also wir verwenden es primär für Anreicherung von Texten. Reconcile ist ein anderer Prototyp, in dem es möglich ist, die Pflanzennamen anzureichern über die Common Name Service, also das ist eine API des Natural History Museums und Partner. Also da sind praktisch alle lateinischen Scientific Plant Names drin und die verwenden wir, also dafür bieten wir eine Benutzeroberfläche. Also das ein Beispiel OpenScores als Vocabulary Repository. Also ich finde zentral für dieses Thema der Anreicherung ist
kollaboratives Verwalten oder Curation oder Administration oder Maintenance of Vocabularies, of Controlled Vocabularies, verschiedener Arten und im Kontext von Clarin und jetzt wird es auch von Daria quasi adoptiert, gibt es diese Software OpenSCOS, die so ein Vocabulary Repository und Editor und Service ist. Wir haben auch viel experimentiert jetzt mit verschiedenen RDF Mapping Tools, also Tools, die zum Beispiel aus Datenbanken, aus SQL bzw. aus XML in RDF mappen können, weil wir dann in den einzelnen Projekten meistens eine, zum Beispiel eine SQL-Datenbank gewählt haben, aber eben diesen dann am Ende des Projektes die Daten in RDF haben wollen. Und natürlich Grundlage, also Baseline, also darunter überall dann jeweils ein Triple Store. Wir haben ein paar Instanzen von Virtuoso und Basegraph laufen, beziehungsweise auch Open Sesame, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Okay, das ist jetzt nur ein, also das Enrich ist primär ein, ja, primär ein Service, also das hat eine REST-Schnittstelle, über die man es anspricht und so verwenden wir es auch. Also entsprechend ist die, es hat auch eine einfache Web-Schnittstelle, also Web, die aber entsprechend jetzt nicht sehr fancy ist. Das bringt, okay, das habe ich jetzt übersprungen, okay, aber im, Verzeihung, das wollte ich zeigen. Das wurde, also zu dem Stanball oder zu diesem Enrich Service, das wir zunehmend auch in verschiedenen Projekten verwenden, ist es entstanden im Kontext des Projekts APIS, wo es ums biografische Daten, das österreichische biografische Lexikon geht, um dieses weiter zu strukturieren im Sinne des RDF-LOD. Und das Schöne an Stanball ist, dass man an externe Quellen andocken kann. Eben Controlled Vocabularies, die es überall schon gibt, also die gemeinsame Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek oder auch die Wikipedia Geonames, also die üblichen Verdächtigen oder auch sonst was anderes, was man braucht. Aber man hat über einen eigenen Cache, über einen eigenen Solarindex viel Spielraum zum Konfigurieren und Customizen. Also man kann zum einen die Query sozusagen anpassen und auch die Indizes anpassen nach Bedarf der Projekte oder feintunen sozusagen, was man da bekommt. Also man hat einen guten Proxy zum Feintunen. Das wäre das. Die Quellen habe ich genannt, also das kann ich überspringen und sehen wir da noch. Ja, und das, was wir hier gesehen haben, ist natürlich die übliche Schwierigkeit der False Matches oder der Qualität der automatischen Annotierung. Und da haben wir jetzt viel Arbeit investiert in eine Applikation, im APIS, auch die Applikation heißt APIS, zum Nachbearbeiten dieser Annotationen. Also sozusagen, ich habe Texte und die können von verschiedenen Personen annotiert werden, beziehungsweise die Abgaben von dem Manual Curator sozusagen oder Annotator im Nachhinein nachgebessert werden. Und das ist jetzt gerade noch im Entwickeln, also prototypisch da. Und das Interessante wird dann sein, wie kann man manuell nachgebesserte wieder, also in die nächste Iteration sozusagen mit reinnehmen. Also dieses Hybride, automatisch, manuell und dann aber die manuelle Information wieder zu verwenden für Verbesserung des nächsten Durchlaufs. Genau, also das ist dieser Feedback Loop. Und letztlich, also in längerer Sicht, sollte es zu einem integrierten Portal werden für Lexicon Semantic Service. Also das sozusagen auch Externe, die es brauchen, dieses Service direkt verwenden können. Also nicht nur dieses, sondern auch die ähnlichen Services, beziehungsweise auch die Ressourcen dann da gebündelt sind. Das ist jetzt nur ein bisschen so ein Farbsprenkel sozusagen rein, weil das kommt mit dem, also sozusagen nach der Annotierung oder Entity Linking kommt das
finde ich die Visualisierung, also wie stelle ich es dar. Und das ist auch wieder eine unserer Applikationen, der Graphviewer, den zufällig ich gebastelt habe, ja, wo man wirklich verschiedene Graphen darstellen kann und dynamisch, iterativ explorieren kann. Gut, Graphviewer, also Applikationen für Analyse Exploration von Graphen gibt es ja wahrscheinlich noch und nöcher. Was meine Masterthesis, aber ist ja auf jeden Fall braucht es Tools zum Visualisieren. Und zwar für uns ist das insbesondere, wie es sich in den Projekten ergibt, die geografische Information, also Geospatial Visualization und eben die Graphen. Das sind jetzt einfach nur Screenshots aus den verschiedenen Applikationen. Das habe ich heute im Zug rausgeholt aus unserem APIS, also in dem APIS-Tool haben wir jetzt auch eine Netzwerkvisualisierung. Da war die Anfrage, wer hat eine Beziehung zu Graz? Das war ein bisschen zu viel. Oder naja, je nachdem. Also es sind eigentlich in dem APIS 15.000, glaube ich, Personen, also so gesehen ist es fast zu wenig. Aber das fand ich spannender. Was man jetzt schon machen kann, ist, dass ich sage, wer war ausgebildet in Graz und wer war ausgebildet in Wien, und dann ergibt sich schön, also das, so stelle ich mir Visual Analytics vor, also sozusagen diese visuelle Analyse der Daten, das quasi präattentiv gleich daraus springt, okay, das sind die paar Typen, die da und dort waren. Gut, also das wäre die Visualisierung, nur kurz das Schlaglicht, und ich bin schon ich gegen Ende. Eines wollte ich noch erwähnen, also eine unserer Aktivitäten ist diese Koordination des Klaria.at, des Nationalen Konsortiums für Klarium und Daria, das auch unter dem Digital Humanities.at läuft. Und Graz ist an vorderster Stelle schon seit längerem Partner, einer von mehreren Partnern. Wie soll ich es? Okay. Es gibt zum einen die Aktivitäten nach innen in Österreich und zum anderen aber eben auch dieses Engagement on the EU-Level, und da sind wir eben auch Grazer und auch wir, ihr Grazer, aktiv in den verschiedenen Arbeitsgruppen und Gremien, die Klarium und Daria vorgebracht haben. Aber worauf ich hinaus will, ist dieser Relaunch der DHA, der Digital Humanities Webseite, also re-relaunch, das haben wir jetzt Anfang Dezember nach dem Prototyp sozusagen vom vorigen Jahr, glaube ich, auch bessere Beine gestellt und wärmste Empfehlung. Die Idee ist, das als eine quasi comprehensive resource, also ein Portal für Events und Projects in Österreich zu etablieren oder auch zu nutzen, auch als Austauschplattform für die Stakeholder, für die Partner. Also das ist also so eine Liste der Projekte. Und das fand ich nett, dass, oder auch irgendwie besorgnis oder erschreckend, dass ich mich da gleich gefunden habe in den upcoming Events auf der Webseite. Also zumindest also dieses Befühlen der Hauptthemen, also News and Events bzw. auch Projects, scheint soweit besser zu funktionieren oder sich schon zu etablieren. Noch ein paar generelle Überlegungen, wenn ich darf. Also sozusagen, was kann die technische Infrastruktur machen für die Forschung, für die Innovation, aber für den Researcher im Allgemeinen? Enable Collaboration, Sharing and Reuse durch entsprechende verschiedene Mittel. Eines der wichtigen Themen ist mir hier die Federated Identity, also dass nicht jeder, also statt lokaler, immer neuer Accounts, man mit einem Akademie-Account auch die Ressourcen in den Forschungsinfrastrukturen oder auch in europäischen Services zugreifen kann, mit Single Sign-On. Klingt nach einer Banalität, ist nicht leicht und wie wir erfahren mussten, das in so einem europäischen Kontext zu etablieren. Und
Aber ich finde, es ist wichtig auch für Trust und auch für die Convenience für den Researcher. Gut, ich glaube, das ist klar. Polemik, kann man überspringen. Also was sind die Challenges, die wir sehen, ist Reuse. Also wie kann man, wir haben eben, wie ich vielleicht geschafft habe, teilweise zu zeigen, wir haben sehr viele, wir haben nicht eine Lösung, die quasi alle unsere Probleme lösen soll, sondern, und das sehen wir auch als Teil unseres Auftrags, Sachen auszuprobieren, also existierende Tools. Daher haben wir, weiß nicht, 200 vielleicht schon verschiedene Applikationen installiert, durchprobiert und umgeschaut und vielleicht verwenden wir jetzt 30 oder 40 davon. Und es ist oft so, man liest, das kann, wenn man liest die Beschreibung des Tools, dann denkt man sich, ja genau, das ist das, was ich brauche. Und dann, wenn man es ausprobiert, dann kommt man drauf, naja, also dieses und jenes funktioniert nicht und so. Also das ist die Schwierigkeiten mit dem Reuse. Ist eine Challenge auf jeden Fall. Und entsprechend auch das Service, entsprechende Qualität anzubieten, haben wir feststellen müssen, ist nicht einfach. Also da kann alles Mögliche passieren von Bug in dem Code oder User Failure bis zu, wir hatten auch schon den Fall, wo das Kabel, das Hauptstromkabel für die Akademie durchgeschnitten wurde bei Bauarbeiten, da sind alle Server nicht gegangen. Also quasi der Stack ist sehr hoch und die Fehler können überall auftreten und praktisch jeden Tag oder jede Woche gibt es irgendwas im Notfall. Und für mich ist es, wie kann man in diesem komplexen, weil in den verschiedenen Projekten werden verschiedene Kommunikationstools verwendet, verschiedene Daten in verschiedenen Formaten, wie kann man in diesem heterogenen, distribuierten Environment Workflows etablieren, erfolgreich, sodass die Leute auch sie nachvollziehen können und die Reproducibility, also klar ist, was wo ist und wie die Kommunikationsströme sind. Das ist auf einer Meta-Ebene, aber das beschäftigt mich praktisch täglich sozusagen in meinem Kampf mit der vollen E-Mail-Box. Und wohin soll es weitergehen? Wir hatten jetzt sehr intensive 2 Jahre, haben wir mehr oder weniger hinter uns, sehr dynamische. Und ich denke, mit der neuen Situation, wie ich angedeutet habe, also mit den neuen Direktoren und mit neuen, auch neuen Projekten und neuen Mitarbeitern, werden wir jetzt in 2017 wahrscheinlich, sollten wir uns ein bisschen zurücklehnen und schauen, wo wir jetzt dann wieder die nächsten 3 Jahre hingehen wollen und können. Das heißt, aber meine Präferenzen oder was ich mir wünsche oder vorstelle für die Zukunft ist zum einen die Vertical Integration, also diesen Stack weiter auszubauen. Horizontal Integration wäre quasi wieder breiterer Radius. Und gut, das haben wir eigentlich jetzt schon längst geschafft, diesen LR, also quasi von den Sprachressourcen, wie wir als ICLTT waren, zu The Age. Also wir haben jetzt viele Projekte mit Archäologen, mit Kunstgeschichte und so weiter. Also ich glaube, diesen Bias, der uns nachgesagt wurde zu Richtung Sprachressourcen oder Linguistik, das haben wir schon abgelegt. Und Semantik, Technologies, Web, wie auch immer, das wäre mein großes Anliegen, diesen Aufbau. Und das haben wir eben auch in vielen Projekten, ist es präsent. Also wird es uns auf jeden Fall begleiten. Ich glaube, das war's. Danke.